herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde versucht habe, irgendwie meine Haare in Schach zu kriegen, habe ich gerade aufgegeben und entschieden, dass ich jetzt einfach so bleibe. Ich wollte ein bisschen über die Favoriten aus der letzten Zeit sprechen. Habe ich jetzt 2 Monate, glaube ich, vernachlässigt. Ich wollte es ja eigentlich regelmäßig machen. Deshalb zeige ich euch mal, welche Produkte, Sachen etc. ich in den letzten Wochen gerne verwendet habe. Ich habe das wieder eingeteilt in mehrere Kategorien, also Beauty, Fashion, Café oder Kopenhagen, Empfehlungen, Erlebnis. Und ich werde euch auch alles in der Infobox verlinken. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit der Kategorie, wie nennen wir das, Lifestyle? Auf jeden Fall möchte ich jetzt erst ein Favorit meine Brille nennen. Ich habe jetzt endlich eine Brille, mit der ich mich wohlfühle und die ich auch gerne in meinem Alltag trage und die ich nicht... Ja, mit der ich mich halt einfach wohlfühle. Ich habe meine erste Brille bekommen mit 16 und diese Brille habe ich auch bis vor 3-4 Wochen noch gehabt. Das heißt, ich hatte 11 Jahre lang die gleiche Brille und ich glaube, es ist okay, dass sich der Geschmack verändert und man Lust hat auf ein neues Modell. Deshalb habe ich das hier gewählt nach langer Suche. Ich war in so vielen Brillengeschäften über Wochen hinweg und habe immer geguckt, welches Modell zu mir passt und war aber irgendwie nie so ganz zufrieden und habe aber dann versucht herauszufinden, welche Form zu mir passt, weil die Form, die ich eigentlich im Kopf hatte, nämlich rund und klein und Hornbrille wollte ich auch eigentlich, also heißt das Hornbrille, mit so einem melierten Muster, also mit so einem, so wie, ähnlich wie meine Brille davor. Es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass das mir gar nicht steht und dass ich eher größere Brillen brauche und auch nicht zu rund. Deshalb ist es jetzt die geworden und ich finde die sehr schön. Die ist hier oben so gerade und ich habe die gefunden bei Brille 24. Ich habe davor nochmal einen Sehtest gemacht, der deutlich günstiger gewesen wäre in Deutschland wahrscheinlich, aber okay. Um nochmal meine aktuelle Brille, um nochmal meine aktuelle Stärke herauszufinden, die sich leider verschlechtert hat, weil ich meine Brille nicht regelmäßig getragen habe. Ich habe nämlich hier zu Hause eigentlich nie Brille an. Aber mir ist dann aufgefallen, im Supermarkt erkenne ich die Regale nicht mehr so richtig. Ich erkenne hier die Landschaft gar nicht so richtig, weil ich wohne ja eigentlich total schön hier in der Natur und habe dann mit der Brille erstmal festgestellt, wie schön das hier ist und dass man hier auch Windräder sieht und keine Ahnung, dass die Natur halt viel schöner ist als das, was ich ohne Brille erkenne, logischerweise. Und ich schaue ja auch immer so gerne Sonnenuntergänge und es ist mit Brille einfach viel schöner. Da erkennt man die Details mehr. Deshalb bin ich froh, dass diese lange Suche jetzt ein Ende hat und ich endlich eine Brille habe. Könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr die findet. Und bin sehr happy. Kategorie Essen, meine Lieblingskategorie. Da habe ich 2 Sachen, die ich in den letzten Tagen und Wochen sehr gerne gegessen habe. Nummer 1 sind diese Brezel-Chips, gebackene Brezeln. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich liebe nämlich Laugengebäck so sehr. Ich hatte so einen hohen Laugengebäckkonsum in Deutschland. Wirklich, ich kann gar nicht genug kriegen von Laugenstangen und Laugenbrezeln, am besten noch mit Butter oder einem Schokoaufstrich oder einfach nur so. Ich liebe Laugengebäck. Und das ist tatsächlich auch ein großer Punkt, der mir fehlt, weil es das hier in Dänemark so gut wie gar nicht zu kaufen gibt. Es gibt zwar hier beim Lidl auch mal so frische Laugen, also Brezeln zu kaufen, aber ich habe hier kein Lidl in der Nähe und das ist halt dann schwierig für mich umzusetzen. Und wenn ich dann mal da bin, habe ich eigentlich nie Lust auf, oder passt das nicht, dass ich mir eine Brezel hole. Dementsprechend hatte ich jetzt seit über einem Jahr kein Laugengebäck mehr und ich vermisse es sehr. Und ich warte noch auf die Bayerische Woche, die es wohl beim Lidl irgendwann mal gibt. Den Tipp habe ich von euch bekommen, als ich meine Verzweiflung mit euch geteilt habe. Und es gibt wohl hier so eine Aktion, 1-2 Mal im Jahr, keine Ahnung, so eine Bayerische Woche, wo es dann Tiefkühlbrezeln zu kaufen gibt. Da warte ich drauf, da decke ich mich dann mit ein. Damit ich aber trotzdem so einen kleinen Trostpreis habe, habe ich die hier mal ausprobiert. Meine Mitbewohnerin hatte die zuerst. Also das sind so flache Brezel wie Salzstangen. Eigentlich ist es das gleiche wie Salzstangen. Aber irgendwie knuspriger, also besser als Salzstangen. Und ich glaube, die gibt es auch in Deutschland. Zumindest haben mir einige von euch geschrieben, dass sie die auch kennen. Und ich finde die richtig gut. Also ich kann die voll empfehlen. Die gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber mir reicht eigentlich die mit Salz, weil die mich am ehesten an mein normales Laugengebäck erinnert. Ja, große Empfehlung. Also ich glaube, das gibt es beim Edeka. Falls ihr das irgendwo mal seht. Kann ich empfehlen. Und der zweite Essensfavorit, beziehungsweise fast schon Obsession, ist
Focaccia-Brot. Und zwar dieses Focaccia-Brot. Also ich mag generell Focaccia super gerne, auch Baguette und so, da bin ich voll mit dabei. Je weißbrotiger, desto besser. aber Focaccia mag ich sehr gerne. Aber das hier vom Rema Thyssen, also klingt euch wahrscheinlich nur bedingt viel, aber falls ihr mal in Dänemark seid und auch gerne Focaccia esst, das ist so gut, ich liebe das. Es hat die perfekte Kombi aus Salz und Teig und... Ah, ich könnte mich da reinlegen. Wirklich, ich kaufe das jede Woche und ich muss mich schwer beherrschen, das nicht jeden Tag zu essen. Und das packe ich mir dann einfach auf und esse es dann so mit Butter. Und mehr brauche ich eigentlich nicht, um glücklich zu sein. Vielleicht ist das so ein bisschen mein Laugenersatz. So ein bisschen, weil es auch salzig ist und mit Butter und so. Aber ja, große Empfehlung, dieses hier mal auszuprobieren, falls ihr mal in Skandinavien generell seid. Aber es muss dieses sein, von der Marke. Ich habe jetzt schon andere probiert und war ausnahmslos immer enttäuscht, weil ich mich jetzt an dieses hier gewöhnt habe. Große Liebe. Bei der Kategorie Fashion habe ich ziemlich viele neue Favoriten, denn die Flohmarktsaison hat begonnen hier in Kopenhagen. Es ist so schön, es gibt überall Flohmärkte, direkt am Wasser, direkt umgeben von den ganzen Altbauten, also allein die ganze Atmosphäre ist so schön. Also große Empfehlung, wenn ihr in Kopenhagen seid, jetzt so über die Sommerzeit, dann schaut bei Facebook, ob irgendwo ein Flohmarkt stattfindet und geht auf jeden Fall hin. Es ist so cool und so eine coole Möglichkeit, dänische Kleidungsstücke zu kaufen, weil da halt ja, die Däninnen sind, die halt ihre Kleidung verkaufen und so kommt man direkt an die Quelle und kann auch super günstig hier die Sachen kaufen. Ja, auf jeden Fall habe ich das in letzter Zeit auch viel gemacht und habe einige Sachen gefunden, die schon lange auf meiner Wunschliste standen. Zum Beispiel, so ein cooler Schnapper, ich freue mich so sehr darüber. Diese Sneaker hier, ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt, ich weiß auch nicht. Weiß jemand, wie man die richtig ausspricht? Veja, Veja, das sind diese veganen Sneaker. Die stehen schon seit Jahren auf meiner Wunschliste, wirklich. Und ich habe super lang Secondhand nach denen geschaut und habe sie dann hier im Secondhand-Shop um die Ecke gefunden für 100 Kronen. Das sind umgerechnet 13 Euro. Mega der Schnapper. Die sind zwar auch nicht mehr wie neu, aber das wollte ich tatsächlich auch gar nicht. Also von mir aus können die gerne so ein bisschen benutzt schon aussehen. Ich mag das irgendwie ganz gerne. Das passt so zu meinem Stil und ich finde die richtig cool. Ich trage die richtig gerne und fühle mich sehr, sehr, sehr wohl in denen. Ich glaube, ich hatte sogar mal in einem Video gesagt, dass ich so welche suche. Und jetzt kann ich mit Stolz verkünden, dass ich welche gefunden habe. Und der andere Favorit ist mindestens genauso groß und ein genauso cooler Schnapper. Ich knüpfe sie gerade mal zu, damit ich sie euch zeigen kann. Und zwar war ich nämlich mit einer Freundin auf dem Flohmarkt in Nørrebro. War super schön, hat super viel Spaß gemacht. Und da waren sehr viele Däninnen, die genau unseren Stil hatten. Deshalb waren wir 2 Stunden auf diesem Flohmarkt und sind da ganz in Ruhe drüber geschlendert. Und ich habe noch andere coole Sachen da gekauft, aber ich habe mich entschieden, euch jetzt diese Sache hier zu zeigen. Und zwar ist das eine Latzhose, eine kurze Latzhose von Levi's. Das ist meine erste Levi's-Hose. Und ich sage euch jetzt, was die gekostet hat. 45 Kronen. Das sind, ich weiß nicht, 6 Euro oder so. Also mega der Schnapper für eine Levi's und dann auch noch eine Latzhose, eine kurze. Da bin ich schon seit Jahrzehnten auf der Suche nachgefühlt. Und die passt wie angegossen. So ein cooler Schnapper. Ich fühle mich richtig wohl in der. Ich glaube, das ist im Moment mein meistgetragenes Kleidungsstück. Latzhosen mag ich sehr in Kombi mit so gestreiften Oberteilen. Da habe ich auch 1, 2 vom Secondhand-Shop. Und irgendwie trage ich das richtig gerne dann noch mit so einem Scrunchie-Haarband und den Sneakern oder Birkenstocks. Das ist gerade echt mein Nummer-1-Outfit. Oder so bauchfreie Oberteile. Ich bin nicht so der bauchfrei Trager, aber mit Latzhose mag ich es richtig gerne. Und wie cool ist es, dass ich eine Levi's gefunden habe. Mir ist auch aufgefallen, dass es hier sehr viele Levi's-Hosen auf den Flohmärkten gibt. Also da kann man echt gut nach Levi's-Hosen gucken. Voll cool, dass ich jetzt eine Levi's habe. Irgendwie stand das schon voll lange auf meiner Liste, aber ich habe gedacht, ich finde eh nie eine passende. Zumindest nicht, wenn ich sie online bestelle und ich habe auch irgendwie keine Lust, mich da einzulesen, was meine Größe ist. Deswegen liebe ich Flohmärkte für sowas. Dann Kategorie Erlebnis oder Kaffee-Tipp, irgendwie sowas. Da habe ich ein Kaffee oder eine Bäckerei-Empfehlung für euch. Vielleicht habt ihr es auch schon in dem letzten oder vorletzten Vlog gesehen. Und zwar die St. Peters Bäckerei.
Ich weiß nicht, wie es auf Dänisch heißt. Ich schreibe es auf jeden Fall hier hin. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, die älteste Bäckerei Kopenhagens. Und die Gebäckstücke sind so gut. Definitiv eine 10 von 10. Leider kam ich noch nicht dazu, da eine Zimtschnecke auch zu probieren. Aber meine Freundin hat das getestet, als sie hier war. Und sie hat auch der Zimtschnecke eine 10 von 10 gegeben. Also eine große Empfehlung. Wenn ihr gerne dänisches Gebäck esst, dann schaut da mal vorbei und holt euch was in der ältesten dänischen Kopenhagener Bäckerei. Ich weiß nicht, oh Gott, ich verbreite hier vielleicht voll die Fake News. Kann auch sein, dass es gar nicht stimmt. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt und trage das jetzt an euch weiter. Ich weiß nur, dass die Gebäckstücke da sehr lecker sind und darauf kommt es ja letztendlich auch an. Und da kann man sich richtig gut, also zum einen ist das Viertel sehr schön, wo die Bäckerei ist. Das sind ganz viele bunte Häuser. Und zum anderen kann man sich da auch super ein Gebäckstück nehmen und sich dann danach damit in den Park setzen. So haben wir das nämlich gemacht. Und das war richtig schön. Also, große Empfehlung. Und dann habe ich, als ich eben durch die Wohnung gelaufen bin, um zu gucken, was hier noch so mein Favorit ist, zwei Sachen mir rausgeschnappt zum Thema Beauty. Die eine Sache ist ein Nagellack. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos vor der Auswanderung gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich so gut wie alle Nagellacke aussortiert habe, die ich hatte. Ich hatte nicht viel. Ich hatte 5 oder so und habe jetzt noch einen. Also ich hatte einen mit hierher zur Auswanderung, weil ich eigentlich nie Nagellack trage. Ich habe da keinen Spaß dran, das aufzutragen und mich stresst es irgendwie eher, obwohl ich es schön finde, aber ich trage nie Nagellack. Außer auf den Füßen. Im Sommer mag ich das ganz gerne, wenn man Sandalen trägt. Und da hatte ich jetzt nach 3 Jahren gleicher Farbe mal Lust auf was anderes, weil ich nämlich in Lissabon mal eine andere Farbe ausprobiert hatte. Da war ich nämlich auf einem doTERRA-Event und hatte da Nagellack für meine Füße bekommen von einem der Mädels, mit dem ich mir ein Airbnb geteilt habe, weil ich hatte da noch keinen Nagellack drauf. Ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall war das so eine Farbe, so in der Art. Und ich fand die richtig gut. Es war mal was anderes und es hat mir richtig gut gefallen. Deshalb bin ich dann danach hier mal in den Nomel. Das ist so eine Art DM, aber nicht so cool. Und habe da diesen Nagellack gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt oder ob es die in Deutschland gibt. Ist vegan, trocknet schnell, bio und so weiter. Und die hatten sehr viele schöne Farben. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Kam super damit klar beim Auftragen, also trocknet wirklich schnell. Mag ich sehr gerne. Hat eine hohe Deckkraft, glaube ich. Ich bin kein Experte, ich weiß es nicht. Aber ich kam gut mit der klar und bin sehr froh, dass ich jetzt einen zweiten Nagellack mir mal zugelegt habe. Der andere ist auch schon wirklich alt. Und die zweite Sache zum Thema Beauty hat mit meinen Haaren zu tun. Ich wasche meine Haare ja alle 4-5 Tage, würde ich sagen. Jetzt gerade haben wir eine problematische Phase, wie ihr vielleicht aus den letzten Videos schon wisst. Ich kann mich nicht mehr sehen so. Aber ist auch okay, nach 2 Jahren mal eine Veränderung zu wollen. Also ich werde mir auf jeden Fall Curtain Bangs schneiden und sie ein bisschen kürzer machen lassen. Und was ich jetzt aber als Favoriten genommen habe, das ist definitiv ein Langzeitfavorit seit Jahren schon, ist das Batiste Trockenshampoo. Ich glaube, entweder man kommt super damit klar oder man kommt gar nicht damit klar. Wobei, also ich empfehle es eigentlich jedem. Ich mag das super gerne. Ich bin immer, ausnahmslos immer, enttäuscht, wenn ich zu einer anderen Marke greife. Deshalb bleibe ich jetzt einfach seit 2-3 Jahren einfach bei der und probiere mich immer freudig durch die Düfte. Also nicht, dass es jetzt besonders gut riecht, es nimmt einem trotzdem noch den Atem, wenn man das aufträgt, aber ich mag das echt gerne und es ist für mein Haar auf jeden Fall super und hilft mir sehr, dass ich nur alle 5 Tage waschen muss, ansonsten würde ich auch, keine Ahnung, alle 2 Tage, also ich könnte gar nicht ohne Trockenshampoo, deswegen ist Trockenshampoo generell ein Tipp. Ich nehme manchmal auch Babypuder, aber das mag ich echt super gerne. Am liebsten mag ich den Kirschgeruch, ich beziehe aber Tropical. Riecht auch gut. Riecht nach Sommer. Also ist das auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung. Nicht unbedingt der letzten Wochen, sondern immer, immer. Also für jede Woche. Ich glaube, das wisst ihr aber, wenn ihr meine Videos schon länger schaut. Ich mag die richtig gerne. Und dann habe ich noch eine Song-Empfehlung. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Aber es höre ich im Moment echt oft, weil ich bin ja Ende nächsten Monats, Ende Juli, auf dem Deichbrand-Festival. Das erste Mal Festival in meinem Leben. Ich freue mich richtig drauf. Vielleicht sind ja auch ein paar von euch da. Es wäre richtig witzig, wenn wir uns dann da treffen. Auf jeden Fall höre ich da gerade so mich ein bisschen durch die Interpreten durch, die da so kommen, damit ich so ein bisschen Ahnung habe, wer da so ist. Mein Hauptfokus lag auch von wegen Lisbeth, deswegen habe ich mir die Tickets überhaupt gekauft. Aber es sind auch viele andere coole, wie sagt man, Interpreten da? Musiker. Und unter anderem habe ich jetzt Raum 27 für mich entdeckt. Ich habe da mal reingehört und jetzt laufen die Lieder nonstop. Ich glaube, mein Lieblingslied ist Frieda und Sommerregen.
Hört da gerne mal rein, falls ihr so Deutsch-Indie-Musik mögt. Das habe ich wirklich manchmal den ganzen Tag in meinem Kopf, dieses Lied. Wenn ich hier rumlaufe, könnte es sicher sein, dass ich eins von diesen Liedern in meinem Kopf habe. Und ich freue mich so drauf, dann dazu zu tanzen. Ich kann es kaum erwarten, wenn das Festival dann ist. Und ich hoffe, es ist dann gutes Wetter. Und ja, habe ich Lust drauf. Ist jetzt schon Favorit, obwohl ich noch gar nicht da war. Ich weiß auch gar nicht, wie das wird, weil wir da auch campen. Und ich habe gar keine Erfahrung im Campen. Mal gucken. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gequatscht habe. Das Video könnte 5 Minuten sein oder 20. Ich weiß es nicht, aber ihr wisst es jetzt wahrscheinlich, wenn ihr unten auf die... Egal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die Favoriten gefallen und dann hoffe ich, euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Hi, hi!